Liebe Freundinnen und Freunde, wir starten in diese besondere Montagsdemo nach Jo Kraus und dem Lenkungskreis Jazz mit einem Werbeblock. Und zwar mit dem Werbeblock für diese wunderbaren Ortsschildfahnen, die man hier schon zu Dutzenden, wenn nicht Hunderten auf dem Platz sieht. Wedelt doch mal ordentlich damit. Und zwar Werbeblock deshalb, weil es drüben dort bei dieser Lichtgarage, bei der linken von den beiden, am Stand noch eine ganze Menge davon gibt, mit der sich alle ausstatten könnten und sollten, die diese Woche noch einiges damit vorhaben. Dazu noch später. Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ein herzliches Willkommen Ihnen und euch allen auf dem Kundgebungsplatz hier im Schlossgarten. Schön, dass Sie so ungemein zahlreich erschienen sind. Trotz dem scheußlichen Zerstörungswerk, das man dort drüben sieht und das man hinter uns am Bahnhof sieht. Schön, dass Sie gekommen sind, um zu demonstrieren, dass wir keine Ruhe geben werden. Unsere 191. Montagsdemo am heutigen 30.09. ist keine gewöhnliche Demo. Sie kann es auch gar nicht sein am dritten Jahrestag der gewalttätigen Polizeiübergriffe im Schlossgarten mit Polizeiübergriffen auf friedliche Demonstranten mit Hunderten von Verletzten. Einige davon so schwer, dass sie noch heute an den Folgen leiden. Stellvertretend für die möchte ich herzlich begrüßen Dietrich Wagner. Trotz seiner schweren Augenverletzungen. Trotz seiner schweren Augenverletzungen durch die Wasserwerfer, die der Herr SPD-Innenminister Gall heute wieder für unentbehrlich erklärt hat. Trotz alledem hat Dietrich nie aufgehört, gegen dieses destruktive Projekt mit uns zusammen auf die Straße zu gehen. Schön, dass du heute unter uns bist, Dietrich. Mein Name ist Tom Adler. Ich freue mich, dass ich heute durch diese Kundgebung führen darf. Und ich muss sagen, ich persönlich bin dabei nicht weniger berührt und angerührt, als es sehr, sehr viele von euch und Ihnen sind. Angerührt wie viele von Ihnen, weil Erinnerungen aufsteigen an die sinnlose Zerstörung des großartigen Baumbestandes dort drüben. Erinnerungen an die maskierten Polizistenketten, die uns friedlichen Parkbeschützern, auch mir persönlich damals aus allernächster Nähe Pfefferspray direkt in die Augen gesprüht haben. Diese 191. Montagsdemo kann keine gewöhnliche Demo sein. Drei Jahre nach dem Schwarzen Donnerstag sind wir immer noch da und denken auch gar nicht daran, zu Hause zu bleiben und damit den sehnlichen Wunsch aller Schusters, Mappus, Strobels, Schmiedels, Kretschmanns und Grobes zu erfüllen. Die Herrschaften werden es erleben. Wir bleiben auf der Straße, weil keine Volksabstimmung, keine Bundestagswahl aus einem destruktiven, stadtzerstörerischen Murksprojekt ein legitimes Projekt machen kann. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, schauen wir auch heute nicht nur zurück, sondern auch engagiert nach vorne. Und dafür haben wir zwei spannende Redner und eine spannende Rednerin gewonnen. Begrüßen Sie mit mir Gundrun Müller-Enslin. Sie wird diesen berühmten Blick zurück nach vorn werfen. Gundrun Müller-Enslin.